Aufstände, Tage des Zorns und dann plötzlich Stille. Das Jahr 2011 wird in die Geschichte als das Jahr der arabischen Volksaufstände eingehen. 2012 wagt man den demokratischen Neubeginn. Karim El-Gohari hat alles hautnah miterlebt. Bei einem Kamingespräch der Schöllerbank im Hotel Weizer erzählte er aus seinem Tagebuch der arabischen Revolution, das er während seiner Arbeit als ORF-Auslandskorrespondent verfasst hat. Im Sommer 2010 wurde in Alexandria am helllichten Tag auf offener Straße vor Augenzeugen ein junger 26-jähriger Ägypter von zwei Polizisten in Zivil erschlagen. Die haben ihn einfach zu Tode geprügelt. Die Familie dieses jungen Mannes namens Khaled Said hatte zwei Fotos von ihm. Ein Foto als sympathischen jungen Mann, wie er da sitzt und seine Katze krault. Und ein Foto, das sie gemacht haben im Leichenhaus, das einen Menschen zeigt, der so entstellt ist. Sie haben ihn so verprügelt, dass man ihn die Leiche kaum erkennen konnte. Und diese zwei Bilder hat man nebeneinander ins Internet gestellt. Karim El-Gohari hat selbst ägyptische Wurzeln und damit eine noch stärkere Verbindung zu dem Thema, das die Welt aufhorchen ließ. Doch wie viel wissen wir tatsächlich über die Vorgänge in den unterschiedlichen Ländern? Wir wissen viel zu wenig, weil im Grunde genommen, also wir leben ja in diesem Widerspruch der Globalisierung und der Welt, wo alles miteinander zusammenhängt. Ich meine, der Tahrirplatz ist 3,5 Stunden von Österreich entfernt. Wenn ich ins Flugzeug steige in Schwechat, bin ich in 3,5 Stunden auf dem Tahrirplatz. Dafür ist im Grunde die Auslandsberichterstattung relativ schwach aufgestellt. Dafür, dass wir einerseits vom globalen Dorf reden, aber andererseits doch lieber immer nur von unserem eigenen Dorf berichten. Monatelang hat er fast nonstop von den arabischen Hotspots berichtet. Beim Kamingespräch konnten die Zuhörer einen neuen Zugang zu den Demokratiebewegungen im arabischen Raum bekommen. Hautnah erzählte er von dem Kampf um Freiheit und Würde. Und sie sind das erste Mal ohne Angst auf diese Polizeiketten losgestürzt. Etwas, was sie, eine Polizei, die unheimlich gefürchtet war, auf diese Polizeiketten zugestürzt. Und was noch phänomenaler war, die Polizisten sind auch noch davongelaufen. Ein Ägypter, der eine der Revolutionshymnen geschrieben hat, hat mal einen wunderschönen Satz gesagt. Er hat es mit einem Fußballspiel verglichen. Er hat gesagt, unser Problem ist, in der zweiten Minute haben wir ein entscheidendes Tor geschossen, als wir Mubarak losgeworden sind. Und dabei haben wir vergessen, dass noch 88 Minuten Spielzeit vor uns liegen. Und genau da befinden wir uns gerade. 88 Minuten Spielzeit, politischer Wandel, das Ganze ist ja überhaupt noch nicht abgeschlossen. Und es wird auch ziemlich turbulent in meiner Gegend weitergehen. Über eine halbe Stunde lang fesselte er die Besucher mit seinen Erzählungen. Für den Direktor der Schöllerbank, Heimo Heidmeier, war es eine große Freude, Karim El-Gohari bei sich begrüßen zu dürfen. Wer hätte sich gedacht, vor 1,5, 2 Jahren, welcher Tsunami durch die arabische Welt gehen würde, dass ein Ben Ali aus dem Amt gespült wird, dass ein Hosni Mubarak nach 30 Jahren Machtausübung hier aufgrund der Entwicklung am Tahrirplatz hier quasi entmachtet worden ist. Aber genauso, wer hätte sich gedacht vor vielen, vielen Jahren, was sich hier an der globalen Finanzwelt abspielen wird? 20 Jahre investieren statt spekulieren, lautete das Motto, welches im Rahmen des Kamingesprächs mit den Gästen diskutiert wurde. Der Leitsatz der Schöllerbank mit bester Qualität durch die Krise war eindeutig. Mit ihren Anlagestrategien schaffte es die Schöllerbank bis an die Spitze der Vermögensverwalter und erzielte somit gute Ergebnisse während der Finanzkrise. Risiken und Fehler vermeiden, lautet die Devise. Doch wie kann man sich als Anleger schützen? Die Herausforderung wird sein, das Geld, das man sich geschaffen hat, zu erhalten. Und zu erhalten, die Kaufkraft zu erhalten. Das gelingt natürlich nicht mit einem Zins, den man bekommt, der tiefer ist wie die Inflation. Dementsprechend muss der Anleger in Dinge reingehen, die er vielleicht als Risiko behaftet betrachtet, nämlich in Sachwerte. Rohstoffe, Aktien, Immobilien, diese sind ein wesentlich besserer Wertaufbewahrungsspeicher wie das klassische Sparbuch. Hier ist ein Paradigmenwechsel im Laufen und ich glaube, die Anleger, die das frühzeitig erkennen, werden daraus einen Nutzen ziehen können. Wer zu lange wartet, wird feststellen, dass dieses Sparkapital abschmilzt.
Und was nehmen die Gäste aus diesem Abend mit? Also ich war tief beeindruckt vom Vortrag vom Herrn Magister Meyer. Das war schon etwas Bemerkenswertes und natürlich noch mehr beeindruckt vom Journalisten aus Ägypten. Es ist einfach faszinierend, ihn auch jetzt persönlich kennenzulernen und einfach von ihm aus seinem Mund jetzt auch so ein bisschen seine Erlebnisse zu hören aus der arabischen Welt.